in Spinnerische über. Auf jeden Fall hat die Bank, die Kanzlerin, die ganzen Medienvertreter eingeladen und hat gesagt, hört zu, ihr könnt doch nicht kritisch über den Euro berichten. In Irland sind die Menschen zur Bank, haben die Gelder aus der Bank rausgezogen, das System ist zusammengebrochen. Will irgendwer so ein Systemzusammenbruch? Das möchte auch keiner. Und es muss doch aber, was herrscht dann? Anarchie. Das funktioniert auch nicht. Das System, es muss ein anderes System her, wo die Menschen sprechen. So ein System muss her. Es muss Leute geben, die für uns sprechen und dass die Menschen dann per Internet mitmachen, dort zu den Umfragen gezwungen werden. Und nicht gezwungen, aber dass sie es machen dürfen. Aber jeder sollte es machen. Aber wieso macht es keiner? Weil die Angst haben. Mein Appell einfach an alle hier, sich mal über diese ganzen Themen mehr zu informieren, weil es hängt einfach der ganze Frieden, für was diese Bewegung steht, an diesem kapitalistischen System. Und da brauchen wir einfach eine Alternative zu. Vielleicht mal wieder eine Bank einführen, die Rohstoffe einkauft, wo die Währung wieder gedeckt ist. Irgendwo in irgendwie so eine Richtung. Und Wissenschaft. Wissenschaft. Was, wo bringt uns das Geld denn hin? Das bringt uns nur dahin, dass einer viel Geld macht und die anderen da sind. So wie es jetzt momentan läuft. Zum Schluss möchte ich einfach mal, dass ihr alle eure Arme ausstreckt, mal euren Nachbarn in den Arm nehmt und dass mal an die Leute gedacht wird, die unter dem Mantel der Sicherheit auf dieser Welt ihr Leben lassen muss. Dankeschön. Möchte, passt auch genau zu dem, was mein Vorredner gesagt hat, bezogen auf den Kapitalismus. Also, was mich zum Beispiel sehr stört, ist, der Kapitalismus könnte wahrscheinlich ordentlich funktionieren. Aber wenn wir Dinge kaufen, werden immer nur schöne Menschen gezeigt in der Werbung. Auf den ganzen Produkten, die wir kaufen, da wissen wir gar nicht, wie viel Elend eigentlich letztendlich daran hängt. Bei der Herstellung. Die ganzen Sweatshops, das ist wirklich unanständig. Ich komme aus einer kleinen Stadt, wahrscheinlich kennen Sie ja wenige, Bad Salzdetfurt ist ein bisschen hinter Hildesheim. Oh, das finde ich gut, wir sind eine ganz kleine Stadt, also nicht wirklich groß. Und ich bin auch in Vertretung für einige hier, die es leider nicht geschafft haben oder nicht so weit kommen können. Wir werden im nächsten Bad Salzdetfurt auch eine Mahnwache haben. Um auch hier bei euch zu sein. Und ich finde das wunderbar, was bisher alle gesagt haben, die ich mitgekriegt habe. Dankeschön. Und was ich auch ganz besonders toll finde, hier waren ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber, das finde ich das Tolle, ich habe trotzdem nichts gegen die Menschen, auch wenn sie nicht unbedingt das sagen, was meiner Meinung entspricht. Zu meiner Meinung hören. Nimm die Menschen, wie sie sind, es gibt keine anderen. Jawohl! Gut gesagt, auf jeden Fall. Ich finde das auch sehr praktisch, was vorhin gesagt wurde mit dem, ich will nicht als esoterische Spinnerin abgetan werden. Das ist es ja. Es wird ja von den Medien gemacht. Man wird ja als Spinner abgetan. Natürlich. Und ich arbeite in einem, oder ich habe in dem Restaurant, wo ich arbeite, ist auch ein Deshalb Kiosk. Deshalb liebe ich euch. Ihr dich auch. Da ist ein Kiosk und wir verkaufen die ganzen Kinderzeitschriften nicht mehr. Aus dem Grund, weil für sechsjährige Mädchen drinsteht, wie man den Body Mass Index berechnet. Das wurde vorhin angesprochen, deswegen wollte ich nochmal sagen. Wir werden ja systematisch dahin gebracht, dass wir diese ganzen Dinge haben wollen. Auch wenn wir es im Innern unseres Herzens nicht unbedingt so ist. Genau. Wir werden systematisch abgelenkt von dem, was wirklich gut ist. Und ich finde es fantastisch, dass so viele hier das schon angesprochen haben, was wirklich wichtig ist, uns zu lieben, unseren Nächsten zu lieben. Und ich bin einfach begeistert und fasziniert. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir rocken das. Ich glaube, wir rocken das. Besonders ist. Wir leben in einer ganz fantastischen Zeit, wo die Energie letztendlich ist nichts. Ist alles. Alles Energie. Und alles ist in Schwingungen und Wellen. Und ich denke mal,
wir haben eine so große Unterstützung im Moment von dem Zeitpunkt, in dem wir leben. Ich bin wirklich dankbar dafür, das jetzt mitzuerleben, weil es nicht mehr so enden wird wie früher, sondern wir werden es in die Hand nehmen und wir werden der Souverän sein und wir werden die Welt verändern. Partei und AfD, da sprechen die Leute, die eventuell zur Wahl gehen wollen und da diese zwei Parteien ansprechen. Und aus dem Grund möchte ich was, nicht viel, aber zu diesen zwei Parteien was sagen. Aber zuerst sage ich was anderes. Jetzt am Wochenende, gestern und vorgestern, haben wir in Hannover einen Gesundheitskongress. Ich weiß nicht, ob viele davon gehört haben oder nicht. Das war erstmalig in Deutschland ein Kongress über alternative Heilmethoden. Und dieses Kongress, ich war dabei, und dieses Kongress, da waren viele Redner, die da, sage ich, Vorträge gehalten haben. Und ich möchte von vorne an sagen, mehrheitlich waren das die Ärzte mit Doktortitel oder Honoris Causa Titel und so weiter. Die Leute, die Ahnung haben davon. Also keine Spinner-Esoteriker, wie am Mittwoch letzte Woche die Hannoversche Allgemeine Zeitung schon im Vorfeld berichtet hat und angeblich auch diese Leute in die Richtung von Nazis, Rechtsextreme gestellt hat. Und ich bin da gewesen am Samstag und es waren circa 1000 Leute da. Und vor dem Kongresszentrum, weil das stand da, fand das da statt, standen 10 Leute Protestler. 10 Leute, die auf dem Schilden haben gegen ein Mittel, der da besprochen wurde, protestiert haben. Dieses Mittel heißt MMS. Das kann jeder selbst im Internet nachforschen, feststellen, was für ein Mittel das ist und wie potent ist. Und diese Leute haben protestiert auf der Straße. Ich habe da, weil ich politisch aktiv war, habe ich da jemanden erkannt, der diese Demonstration organisiert hat. Das war Christopher Lauer. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber Christopher Lauer ist ein Landtagsabgeordneter in Berlin von Piratenpartei. Und da habe ich ihn gesehen und da unter diesen 10 anderen Leuten waren auch andere. Das war ein Mitglied von Landesvorstand der Piratenpartei Niedersachsen. Es war ein Mitglied von Regionsvorstand Piratenpartei Region Hannover. Und da waren andere Mitglieder. Da waren diese 10 Leute da, die protestiert haben, dass man über alternative Heilmethoden diskutiert. Es zwingt man niemanden, diskutiert man. Warum protestiert man gegen diese Heilmittel? Weil diese Heilmittel haben für eine große Industrie ein paar Nachteile. Diese Mittel sind in der Regel leicht erhältlich. Diese Mittel sind in der Regel nicht patentierbar. Diese Mittel in der Regel sind hochwirksam. Und diese Mittel haben große Nachteile. Die sind ganz, ganz billig. Was ich da erfahren habe, von Ärzten, von keinem Spinner. Eine Heilung innerhalb von 4 bis 5 Stunden einen Malariakranken ist möglich. Und das kostet ganze 25 Cent. Das kann man auch verstehen, warum Hannoversche Allgemeine gegen diesen Kongress schon am Mittwoch gehetzt hat. Das kann man verstehen, warum die Leute da kommen von Piratenpartei und protestieren. Und was kommt Erstaunliches, da waren 10 Leute da. Oder kann ich nicht rechnen, weiß ich nicht. Aber ich lese heute Hannoversche Allgemeine Zeitung. Das heutige Hannoversche Allgemeine Zeitung. Über diesen Protest ist ein Artikel drin mit Foto. 10 Leute und die behaupten, waren 50. Okay, da werde ich mich nicht streiten, ich habe nur 10 gesehen. Aber darüber berichten da heute Hannoversche Allgemeine, dass wir hier 200 Menschen kommen seit Wochen, das sehen die gar nicht. Ich rate euch allen, sich ein bisschen mit dem Thema auch, was auf diesem Kongress besprochen wurde, informieren. Da waren viele Sachen,
die ich erstaunt war, was ich alles gehört habe, obwohl ich viele schon wusste. Das waren Themen, ich kann nur sagen, informiert euch, nicht nur MMS, das waren andere Begriffe, DMSO, schwarze Salbe und Ukraine. Das sind die Mittel, die von Ärzten dargestellt, sehr billig, hochwirksam und verboten sind, weil wir haben eine Industrie, die natürlich dafür sorgt, dass die Geschäfte gut laufen. Ja. Jetzt wollte ich noch zur Piratenpartei kommen. Ich habe schon gesagt, dass sie da protestiert haben. Ich habe schon letzte Woche gesagt, jeder kann auf Internetseite von Piratenpartei Bundesseite gehen und lesen, dass sie natürlich gegen diese Demo sind. Dass die Leute auf die Straße nicht gehen sollen zu diesem Demo, weil hier Rechte sind. Das kann man im Internet nachlesen. Und ich habe diese Partei, ich war in dieser Partei, kenne ich. Und ich sage, das, was da läuft jetzt, das ist für mich überhaupt keine Alternative. Und wenn jemand als Alternative das, sage ich, in Erwägung zieht, dann muss nachdenken, für was diese Partei eigentlich steht. Ja? Diese Partei, die Leute, die diese Partei aufgebaut haben, haben noch vor zwei Jahren bei Kommunalwahl hier riesigen Erfolg gehabt. Diese Partei hat zwei Fraktionen in Regions- und in Stadtrat. Und die hatte diese Partei auch 8 Bezirksratvertreter. Was ist heute da? Die haben keine Fraktion in der Region, die haben keine Fraktion im Stadtrat. Und von diesen 8 Bezirksratvertretern sind nur 2, die noch Parteimitglieder sind. Das heißt, die Leute selbst erkannt haben in dieser Partei, für was die steht. Sicher nicht die, das im Programm steht. Und ich habe auch letzte Woche gesagt, diese Partei hat 2011 eine Resolution verabschiedet für Europa. Und da stand, dass der Europa angeblich und Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit gebracht hat. Und ich wollte euch das heute vorlesen. Deswegen ging ich auf diese Wiki-Seite, wo die das alles haben, wollte ich ausdrücken. Und stelle ich fest, diese Partei, die gegen Internetzensur ist, das hat gelöscht. Ist nicht zu finden. Ja? Aber ich weiß, dass es war, weil ich war auf dieser Partei, dass ich habe heftig dagegen protestiert damals. Ja? Gut, das ist eine Partei. Und zweite Partei, was wir haben, das ist AfD. Ich habe mir was dazu geschrieben, weil ich war da kein Mitglied, aber ich habe mich einfach informiert über diese Partei. Erstens muss man schauen, als Piratenpartei, da komme ich noch dazu zurück, als sie Erfolg hatten, das war September 2011, weil sie plötzlich im Landtag in Berlin waren, vertreten waren, von nichts, das hat keiner erwartet, auch die Piratenpartei hat es nicht erwartet. Plötzlich waren die da. Da muss man nachdenken, was passiert denn bei allen anderen Blockparteien, was wir hatten. Die haben Angst bekommen. Also wenn sie Angst bekommen haben, da haben sie sich zusammengesetzt. Das ist natürlich Verschwörungstheorie, ich war nicht dabei. Ja? Aber ich denke, es ist so passiert. Die haben sich zusammengesetzt und nachgedacht, was können wir tun? Es ist möglich, dass hier eine Opposition entsteht und die uns die Macht wegnehmen. Und was könnten die da, sage ich, für Gegenmaßnahmen treffen? Also ich denke, die haben 2 Gegenmaßnahmen getroffen. Wir müssen Piratenpartei übernehmen. Wir müssen Mitglieder, Leute dazu bringen, dass sie da eintreten und, sage ich, diese Partei auf unseren Kurs bringen. Das war erste Maßnahme. Und zweite, wir müssen eine neue Partei gründen, die